Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu ARA, Histories Untold. Das ist vielleicht der Sith-Killer, auf den alle gewartet haben. Ob dieses Spiel wirklich das Niveau der Legende Civilization erreichen kann oder doch eher nur am Rock zieht, keine Ahnung, wie ein junger Emporkömmling, der noch viel wachsen muss, das werdet ihr heute erfahren. Die komplizierteste Anmoderation aller Zeiten wird hoffentlich in Vergessenheit geraten, sobald wir uns ins Spiel stürzen. Ich habe leider noch nicht üben können, zu meinem Leidwesen. Heute ist erst das Embargo gefallen und ich hatte leider nicht die Möglichkeit, es vorab ein bisschen vorzubereiten, aber ich habe ein bisschen so hier und da mal ein bisschen gelunzt und wir werden sehen, wie schnell wir reinkommen ins Spiel. So. Wie wir sehen, können wir uns verschiedene Anführer und Anführerinnen raussuchen. Ich tue so, als wenn ich Ahnung hätte. Ich habe es wirklich noch nicht gespielt. Oh, Eva Peron. Da gibt es doch ein Lied von Madonna, das sie damals gesungen hat. Da weiß ich noch, da waren alle in Argentinien sehr empört, dass Madonna Eva Peron spielt oder so. Und dann hat sie dieses Lied gesungen. Und dann sind ihr die Herzen, die argentinischen Herzen zugeflogen. Zerstörer von Babylon und Architekt von Ninive. Ja. Howard Florey. Oh. Medizinischer Forscher und Erfinder des medizinischen Penicillins. Penicillin. Viele, viele Leute. Otto! Bedeutender Politiker und Staatsmann. Handwerkliche Produktion bei Schmieden, Fabriken, Fahrzeugfabriken und deren Upgrades. Plus 25% Streitkraftstärke. Für 10 Züge nach der Erklärung von Krieg. Aggressiv, diszipliniert. Also sehr viele Boni, Malo, Mali, die hier mit jedem Herrscher unterschiedlich sind. Das muss ich natürlich durch Erfahrung erst alles rausfinden. Was hier gut ist für meinen Spielstil. Aber mir gefallen schon mal die ganzen Persönlichkeiten. Erfolgreicher Militärführer und erster König der Zulu. Guck mal, da kann man sogar ein bisschen hier. Pachacuti. Inka-Herrscher, der das Reich maßgeblich vergrößerte. Cesare Beccaria. Beccaria. Aktivist, Rechtsanwalt und Strafrechtsreformer. Komm, wir nehmen einfach jetzt Otto. Bedeutender Politiker und Staatsmann. So, Otto trägt heute maritimes Blau. Das sieht ein bisschen freundlicher aus. Da wirkt er direkt ein bisschen, weiß ich auch nicht, wirkt ein bisschen freundlicher direkt. Ist die Nonne neben Otto auch deutsch? Diese hier? Hildegard von Bingen! Äbtissin, Ärztin, Philosophin und Komponistin geistlicher Musik. Ja, Hildegard von Bingen, Leute. Kennt ihr doch. Otto oder? Von Bismarck. So, Otto von Bismarck. Politiker und Staatsmann. Let's go. Also, Schwierigkeit machen wir normal. Wie kommt? Ich weiß nicht, ob das ist italienisch. Je ne sais pas. Kartentyp machen wir mal. Neue Karte generieren. 8 Nationen, das sollte schon irgendwie passen. Spieler stellen, let's go. Mal gucken, was der alte Otto heute vollbringen kann. Er freut sich sicher auf die Chance, nochmal unter Beweis zu stellen, dass er nichts von seiner formenden Kraft verloren hat. Einer der einflussreichsten Politiker des 20. Jahrhunderts. Das Rad dreht sich und des 19. Jahrhunderts. Eiserner Kanzler Otto von Bismarck. Mit messerscharfem Verstand und ehernem Willen. Vornehmlich des 19. Jahrhunderts. Aber auch des 20. Jahrhunderts. Und des 21. Jahrhunderts auch. Unsere Gesellschaft steht nun vereint und im 17. Jahrhundert auch. Unserer Entschlossenheit. Eine Festung der Stärke und Solidarität. Wir haben die Klugheit eines Strategen und die Weitsicht, das Schicksal einer Supermacht zu gestalten. Und das Volk blickt zu uns auf. Festigen wir seine Vormachtstellung, Otto von Bismarck, auf dass es allen Herausforderungen gewachsen sein möge. Der Otto. So, let's go. Hier in Hamburg steht auch ein großes Bismarck-Denkmal.
Möchtest du dem Tutorial folgen? Ich sag einfach mal ja, ganz bescheiden. Willkommen bei RR History Untold. Willkommen bei RR History Untold. Wir möchten dich auf deiner Reise begleiten, während du versuchst, Prestige zu erringen und dich gegen alle anderen Nationen durchzusetzen. Klicke mit der linken Maustaste auf Weiter, um fortzufahren. Das machen wir natürlich. Die Welt wartet darauf, erkundet zu werden. Ja, das ist ja klar. Dankeschön. Und hier ist eine Tutorial-Checkliste. Dankeschön. So, jetzt zoomen wir erstmal raus. Ich habe es mir ein bisschen schon, ein paar Minuten aber nur, woanders angeguckt. Die Karte wird im Verlauf der Zeit natürlich größer werden. Dann können wir auch dementsprechend weiter rauszoomen. Man kann aber auch sehr weit reinzoomen. Und das finde ich sehr schön. Guckt euch das mal an. Für so ein Global-Strategiespiel ist das schon prima. Sieht schon nice aus, finde ich. Und das sind wir. Guck mal. Das ist... So sehen wir aus. Wir sind noch so richtig steinzeitlich unterwegs. Wir befinden uns im Jahr... Im Jahr... So, ich mach mal ein bisschen... Ich bin mal ein bisschen arrogant. So, ich sehe gerade gar nicht genau. Ich versuche gerade das Jahr rauszufinden. Sowas wie... steht hier nirgendwo. Ich finde es gerade nicht. Ich sage einfach mal 4000 vor Christi. Geburt. So, jetzt haben wir unseren ersten Speer. Und was direkt ins Auge fällt, sind die Felder, lustigerweise. Denn bei Civilization zum Beispiel haben wir diese Hexagonfelder, bei vielen anderen Spielen auch. Hier haben wir so random Felder, die sich immer in unterschiedlichen Formen über die Landkarte zeichnen. Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Zugänge zu den Feldern. Das sieht man jetzt hier noch nicht so gut, weil es so wenige sind, die wir sehen. Aber es kann halt sein, dass man das ein Feld 8, 9 Nachbarfelder hat und andere vielleicht nur 6, keine Ahnung. Also, das finde ich durchaus eine sehr, sehr gute Idee, weil es ein bisschen realistischer wirkt und einem ein bisschen das Gefühl gibt, nicht so sehr auf einem Spielbrett zu sein, sondern, ja, dass die Landschaft so ein bisschen auch relevant ist. Ich weiß aber nicht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Geländefeld und Form des Distrikts hier. Oder ob das auch einfach komplett entkoppelt ist. Hätte ja auch sein können, sowas wie, dass man zum Beispiel natürliche Barrieren oder so, dass das irgendwie mit einfließt, aber es scheint mir nicht so zu sein in die Form des Feldes. Egal. Wir haben jetzt den Speer und wir können den mal, guck mal, hier gibt es Wölfe und Bären, Schwarzbären. Würden die uns angreifen? Wir riskieren es nicht. Ich gehe mal nach oben und am Wasser entlang ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Möchtest du alle diese Runde erteilten Befehle anzeigen? Klick auf die Befehlschaltfläche, um das Befehlmenü zu öffnen. Das ist hier unten. Der Speer bewegt sich. Ja, danke schön. Das habe ich mir gedacht. Oh, beweg dich mal dahin. Genau. So, Stadt ist untätig. Das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, wir öffnen mal die Stadtansicht. Ah. Erste Schritte, eine Bauernhofverbesserung. Das wäre das hier. Der Hof sammelt Pflanzen und Tierressourcen und steigert die Nahrungsmittelproduktion, um das Städtewachstum zu fördern. Ernten. 100% der Nahrungserträge in Regionen werden auf die Ernteproduktion angerechnet. 100% der Nahrungserträge in Regionen werden auf die Ernteproduktion angerechnet. 3% Stadtwachstum. 5 zusätzliche Regionen Ernteproduktion für jede Hofverbesserung in der Region dieser Verbesserung. Aha. Was haben wir denn hier überhaupt für Werte? Guck mal. Erstmal hier Übersicht. Plus 2 Nahrung. Plus 11 Gold. Plus 3 Holz. Plus 2 Eisen ist das. Forschung haben wir plus 5. Produktion dürfte das sein. 11. Basiswert 2. Zufriedenheit plus 1. Große Feuerstelle plus 8. Und 300 Bevölkerung. Was für so einen Steinzeit-Clan schon vieles. In dieser frühen Phase kann es nur ein Ziel geben, das Überleben. Essentielle Ressourcen, Ressourcen wie Nahrung, Vermögen, Materialien und Holz sind der Schlüssel zum Erfolg deiner Siedlung. Ein Hof ist nötig, um sicherzustellen, dass unsere Leute genügend Nahrung generieren, damit die Bevölkerung wachsen kann. Ja, das machen wir doch auf jeden Fall. So, jetzt bauen wir einen Hof. Eine Zone wählen. Es ist an der Zeit für einen Hof. Jede Region besteht aus mehreren Zonen und jede Zone kann eine Verbesserung aufnehmen. Höfe sind am besten für Regionen mit hoher Nahrung oder Zonen mit einzigartigen Ressourcen geeignet, die dein Volk abbauen kann, wie etwa Wolle von Schafen. Du musst eine Zone für diesen Bauernhof auswählen. Jo, dann schauen wir uns das doch mal an. Was haben wir denn hier? Also hier gibt es ja diese Wölfe und die Bären, die machen wir das streitig. Dann haben wir hier auch wieder so Gemeinheiten wie wilde Tiere.
mein Gefühl ist, dass ich einfach nirgendwo war. Was ist denn hier? Achso, hier, in diesen drei Zonen. Achso, ah, okay, diese vier Zonen gehören mir. Verstehe. Und hier ist mein Dorf, das grenzt aber an alle Zonen an. Okay, was haben wir hier? Große Feuerstelle. Dann haben wir hier Harvest Option. +1, +1. Das scheint mir alles gleich zu sein. Von den Werten her. Hier gibt es schon eine Verbesserung. Jetzt ist halt die Frage. Hier gibt es ja jetzt drei Optionen, ne? Ist es vielleicht smart, hier nicht zu bauen? Weil es gibt ja auch Holz, Eisen, Gold hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann nicht vielleicht besser ist, hier auf neutralem Gebiet zu bauen. Müssen wir rausfinden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das würde Sinn ergeben. Aber hier ist natürlich... wir machen jetzt hier. Drei Nahrung steht da jetzt. Ich mach das jetzt. Sehr gut. Dein Volk ist auf dem Weg zu landwirtschaftlicher Unabhängigkeit. Deine Bürger arbeiten die nächsten Runden an diesem Projekt. Jetzt musst du über eine eigene Grenze hinausblicken. Klick auf die Schaltfläche zurück zur Karte. Das machen wir sehr gerne. So, jetzt wird hier gebaut. Okay, dann können wir den nächsten Zug machen. Berlin wächst und gedeiht. Können wir eigentlich die Stadt auch umbenennen? Mit Bismarcks Segen nennen wir die Hauptstadt um und sie heißt nun Rötzlingen. Zurück zur Karte. So, unser Speer ist bereit zum Erkunden. Die Welt ist voller interessanter Orte, die es zu entdecken gilt. Gefährliche Raubtiere, verborgene Ressourcen und Lager mit Ressourcen längst untergegangener Völker. Zum Interagieren Speer auswählen und mit der linken Maustaste einen interessanten Punkt anklicken. Hier, aber das sind doch wilde Tiere. Würden wir das denn überleben? Er will, dass wir dahin gehen. Nun werden wir sehen, was der Wolf und der Bär dagegen einzuwenden haben. So, dann gucken wir mal. Forschung. Erforschung einer Technologie. Und deine Wissenschaftler brauchen Anweisungen hinsichtlich ihrer Forschungsaufgaben. Technologien, die durch Forschung freigeschaltet werden, gewähren Vorteile wie neue Verbesserungen, Regierungsformen, Fähigkeiten für deine Bürger und Prestige. Bewege den Cursor über eine Technologie, um zu sehen, was sie freischaltet. Okay, also wir haben Kornspeicher. Klingt schon sehr wichtig, finde ich. Weil da kriegen wir sicherlich Essensproduktion. Getreidelager. Brot, Kornspeicher und das ist Reis, okay. Braucht 40 Dingsbums, dauert 8 Runden. Wir machen pro Runde 5 Forschung, also mathematisch kann ich das bestätigen. Die Seilerei. Aha. Da die Seilerei ist Richtung Fischfang, was ja auch in Küstennähe sinnvoll erscheint. Und wir können Stonehenge als Weltwunder errichten. Sehr gut. Das Sägewerk scheint mir auch sehr wichtig zu sein. Kräuterkunde, Drogerie. Gärung. Können wir uns besaufen. Keramiktöpfe, Tierzucht. Oh, Bogenschießen ist natürlich auch immer gut. Ah, 5 weitere Technologien, um Zugang zum Ära-Katalysator zu erhalten. Ah, verstehe. Ja gut, dann fangen wir einfach mal an mit Kornspeicher. Ich finde, das ist wichtig mit Essen und so. Wir haben unsere erste Technologie ausgewählt. Wir kommen in den Genuss ihrer Vorteile, sobald die Forschungsarbeiten abgeschlossen sind. In Ara ist die Technologie in Technologie-Ären unterteilt. Um in die nächste Ära vorzudringen, müssen wir die Epochenkatalysator erforschen. Diese wird freigeschaltet, sobald eine bestimmte Anzahl an Technologien erforscht ist. Sobald wir die Epochenkatalysator erforscht haben, stehen uns alle unerforschten Technologien der betreffenden Ära nicht mehr zur Forschung bereit. Das ist blöd. Aber vielleicht ist das auch dann nicht mehr so wichtig. Wichtig ist nur, dass Aganesta, Baxi. Hatten wir Chiamon erwähnt, dass ihr drei hier einfach ein Abo dalasst und Aganesta schon 35 Monate am Start ist. Das ist in der Tat sehr beachtens- und erwähnenswert. So, nächster Zug. Jetzt sind wir einem Stamm begegnet. Ah, hier, das ist der Stamm. Stamm aus Württemberg.
Du hast einen unabhängigen Stamm in der Nähe entdeckt. Stämme wird sich gelegentlich bei dir melden und deine Reaktion bestimmen, wie er dich wahrnimmt. Stämme, die dich schätzen, schließen sich möglicherweise deiner Nation an. Feindselige Stämme können dich aber auch angreifen. Bewege den Cursor über die Statusleiste, um zu sehen, was der Stamm in der Nähe von deiner Nation hält. Was hältst du denn von mir? Da. Nicht so viel. Ist das das hier? Ja, so im grünen Bereich. Diplomatischer Status, freundlich. Sie können ihre Beziehung durch einen Zieleabschluss für Stamm verbessern und aufrechterhalten. Freundlich gesinnte Stämmeeinheiten können sich dazu entscheiden, ihrem Nationenlager mit zusätzlicher Bevölkerung, Technologien oder Warenreserven beizutreten. Ja, das ist interessant. Das hätte ich mir auch denken können, dass man hier in dem Wald Stämme findet. Gut, dann weiter. Lager gesammelt. Was haben wir hier? Du hast ein Lager mit Vorräten gesammelt und folgendes Alten. Ein Pflug. Oh, wir haben einen Pflug. Der Wolf guckt richtig, richtig grimmig. So, diese Einheit ist jetzt untätig. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wir bewegen uns zum nächsten Ressourcenlager und klauen alles, was klaubar ist. Nächster Zug. Rötzling liefert ab, das gefällt mir gut. 10 Holz und ein irgendwas anderes haben wir jetzt hier gesammelt. Wir sammeln einfach immer weiter, das macht mir Spaß. Das heißt, die nächste... Ach, guck mal, hier ist sogar ein Tiger. Das ist ja richtig gefährlich. Aber es gibt Köstlichkeiten, den können wir uns nicht verweigern. So, hier müsste doch demnächst, in 2 Runden ist der Hof fertig. Wir haben ein weiteres, das Lager, da ist das nächste Lager. Wir hangeln uns hier von Entdeckung zu Entdeckung. Ein Rad. Zwischen den Runden läuft die Zeit weiter. Um die verstrichene Zeit anzuzeigen, bewegen Cursor über die Benachrichtigungen auf der rechten Seite. Hof ist fertig. Hof ist fertig. Ho, Bauernhof ist abgeschlossen. Dein Bauernhof ist fertig und erzeugt nun mehr Nahrung für dein Volk. Neben Nahrung kann er auch andere Ressourcen abbauen, wenn er über einem einzigartigen Ressourcenknoten platziert wird. Die Abbauoptionen können in Verbesserungsdetails-Menü angepasst werden. Wenn dein Hof fertig und die Stadtwarteschlange leer ist, ist es an der Zeit, dein nächstes Stadtprojekt zu bestimmen. Per Klick auf die Schaltfläche Projekt wählen, kannst du mit der nächsten Verbesserung beginnen. Das machen wir natürlich sofort. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Jetzt haben wir hier plus 4 Nahrung. Hof liefert plus 2, Stadtrang minus 1. Das heißt, wenn die Stadt wächst, braucht sie logischerweise mehr Nahrung. Bedeutet das, wir haben einen Überschuss von plus 4. Und das sehen wir hier auch, plus 4. Und bei dem Wachstum sehen wir, das Stadtwachstum funktioniert folgendermaßen. Ist das der Überschuss der Nahrung? Warte mal, Stadtproduktion, Forschung, Ansprüche, Experten. Ich nehme mal an, der Nahrungsüberschuss muss über den Wachstum, über das Wachstum der Stadt entscheiden. Ich kann gerade überhaupt nicht mehr reden. Lebensqualität wollen wir natürlich hochlassen. Oh, Bildung wird hier verlangt. Wir liefern offensichtlich nicht genug Bildung. Der Rest ist im grünen Bereich. Die Leute wollen Schulen haben. So, das ist jetzt hier unsere... Das ist ja riesig, ne? Der Bauernhof ist ja riesig. Sieht aber schön aus. Gefällt mir gut. Liefert richtig geilen Scheiß. Können wir das hier auch... Ah, das kriegen wir sowieso. Ich glaube, das kriegen wir so oder so. Naja, egal. So, um Gottes Willen, wir zerstören hier nichts. Das nächste Projekt möchte gewählt werden. Spiel will, dass ich die Werkstatt baue. Eine Werkstatt ist eine entscheidende Verbesserung für deine Nation. Der Bau ermöglicht dir die Fertigung von Waren. Wähle die Werkstatt aus der Projektliste aus und platziere sie in einer Zone, um mit dem Bau zu beginnen. Das machen wir sehr gerne, Werkstatt. Und wir könnten sie direkt hier in diese kleine... Kommt in dieses kleine Feld. So, Rötzling wächst und gedeiht. Dann kann unser Speer mal... Was ist denn das hier? Oh, guck mal, so Hobbing. Das ist, könnte die Shire sein. So, wir gehen mal wieder zurück.
Nächster Zug. Und zack. Forschung abgeschlossen. Yay! Getreidelager, Brot, Kornspeicher und Reiskorn. An Essen soll es uns nicht mangeln. Was können wir noch bauen? Bogenschießen, Tierzucht, Töpferei, irgendwas mit Wissen? Ich weiß natürlich noch nicht, was wichtig ist. Vielleicht sollte ich hier die Nähe zum Wasser ausnutzen und schauen, dass wir dann später, wenn die Stadt wird sicherlich wachsen, kann ich doch bestimmt hier auch Fischerhütten bauen. Tierzucht, warum ist hier so eine... Ach, Prestige ist ein Schlüsselindikator für den Status und Einfluss einer Nation. Es ist der primäre Wert für Sieg oder Niederlage im Spiel. Die überlebende Nation mit dem höchsten Prestige am Ende des Spiels wird zum Gewinner erklärt. Prestige kann durch verschiedene Errungenschaften wie den Bau von Triumphen und Meisterwerken, Fortschritt bei Technologien, Erfolg im Krieg und andere strategische Aktivitäten gesammelt werden. Ja, dann nehmen wir Tierzucht jetzt als nächstes. Denn ich möchte Elefanten und Bisons haben. So, und die sind wieder untätig, die gehen ins Ressourcenlager. Nächster Zug. Ich wohne in Rötzling, no joke, sagt Dr. Wurst. Das glaube ich dir nicht. Ich will Beweise. Schick uns ein Foto von dir vor dem Stadttore von Rötzling. Lager gesammelt. Deine Stadt ist aufgestiegen. Deine Stadt ist auf Stufe 2 angewachsen. Wenn die Bevölkerung deiner Stadt eine bestimmte Größe erreicht hat, steigt deine Stadt auf. Höherstufige Städte haben größere Anforderungen, bieten aber aufregende Möglichkeiten. Besuche deine Stadt, um zu erfahren, was es Neues auf dieser Stufe gibt. Das machen wir sehr gerne. Was geht ab in... Oh, schaut mal hier. Eiderdaus. Wähle zum Beanspruchen auf eine Region. Guck mal, Nürnberg, Nienburg, Thüringen, Duisburg, Leipzig, Bayern, Hannover. Okay, was wollen wir denn in Besitz nehmen? Hier unten geht es Richtung Wasser. Da könnte man drüber nachdenken, dass wir die Geschichte mit dem Fischfang nochmal weiter zu Ende denken. Dann können wir aber auch sagen, wir gehen vielleicht eher in diese Richtung, weil hier ist ja die Wassergrenze. Da wird ja wahrscheinlich auch niemand, kein Konkurrent sein, der uns irgendwas streitig machen kann. Vielleicht würde es Sinn ergeben, erstmal gen Norden zu expandieren. Also vielleicht, was haben wir denn hier? Nienburg, Thüringen, den könnte man ja mal ein paar Inspirationen liefern, wie man am besten handelt. Ich finde, das sieht ja sehr reichhaltig aus. Thüringen sieht sehr reichhaltig aus. In Leipzig haben wir 2 Eisen. Ich finde, das lacht mich hier an. Hier gibt es viel Holz, 2 Gold, 3 Eisen, ich nehme Thüringen, gib mir das. Thüringen it is. So ein bisschen Bildung würde ich gerne in Thüringen bauen, ist das möglich? Klicke, um eine Verbesserung in dieser Zone zu bauen. Jetzt machen wir erstmal da weiter, also die gehen... War hier nicht noch irgendwas? Ne, ist alles weg. Da ist noch was. Also, deine Aktionen haben dir Prestige eingebracht und dich auf der Weltbühne nach oben katapultiert. Die Nation mit dem höchsten Prestige am Ende der Trakte wird gewinnen. Ja, okay. Das ist der Prestige-Zähler. Das ist dann... Was ist hier? Oh ja, hier. Prestige... Trächtige Anfänge. Du hast erforscht, wie du Wissenschaft, Militär und Handel deiner Nation verwaltest, aber das ist nicht der einzige Weg zur Welt. Mach Klick auf Weiter, um Informationen über andere Wege zu erlangen. Domänendominanz, Regierung, Kultur und Religion sind weitere wichtige Möglichkeiten, Prestige zu erlangen. Erforsche Technologien, die mit diesen Bereichen in Verbindung stehen, um mächtige neue Werkzeuge für die Verwaltung deiner Bürger, die Schaffung von Kunst und Literatur und die Kultivierung heiliger Überzeugungen freizuschalten. Klicke auf die einzelne Domäne, um zu erfahren, wie du Prestige erhalten kannst. Okay. Verstehe. Hier Prestige. Technologien, Triumphe, gewonnene Kriege. Dann gibt es Handelsprestige. Regierungsprestige haben wir schon. Industrie haben wir sogar auch schon 12.
Ja, sieht doch gut aus. Okay, Prestige wollen wir uns anhäufen. Oh, die Werkstatt ist fertig. Da deine Werkstatt fertiggestellt ist, kannst du dort mit der Fertigung von Gegenständen mit Blaupausen beginnen. Wechsle in die Stadtansicht und wähle eine Werkstatt im rechten Menü aus, um zu beginnen. So. Hier. Ist das jetzt hier? Ist das meine Werkstatt? Werkstatt ansehen. Da. Ah, Werkstatt, klicke die Klick. Ah! Blaupausen mit Klick in die Warteschlange aufnehmen. Werkstatt ermöglicht Handwerkern, Körbe oder Steinwerkzeuge herzustellen. Jede Verbesserung bietet ein eigenes Angebot an Waren mit unterschiedlichen Vorteilen, die gefertigt werden können. Fertigung starten. Mit einem Linksklick auf Steinwerkzeuge fügst du diese Warteschlange zu. Okay, das wollen wir jetzt machen. Steinwerkzeug, alles klar. Steinwerkzeuge werden gerade gefertigt. Die Produktionsrate deiner Stadt bestimmt, wie viele Züge es dauert, bis sie fertig sind. Du kannst aber verschiedene Waren und Ressourcen verwenden, um die Fertigungsdauer zu verringern. Alle Ressourcen bieten unterschiedliche Beschleunigungsboni. Wenn Gegenstände nicht verfügbar sind, ist immer ein Ersatz durch Vermögen möglich. Klick auf einen Bestandteil-Slot, um Vermögen in die Beschleunigung der Fertigung zu investieren. Das möchte ich gerne machen. Das wäre dann wahrscheinlich hier. Das heißt, 25% durch Vermögen minus 2 Gold pro Runde. Wir machen derzeit plus 12 Gold. Okay, das können wir uns auf jeden Fall erlauben. Okay. Ja, also was, ja, ist doch super. Klingt doch gut. Die Streitkräfte bestehen aus militärischen Einheiten, die du über Stadtprojekte ausbilden kannst. Wähle in der Projektauswahl Warteschlange Speerkämpfer aus. Alles klar. Das wäre dann hier. Speerkämpfer, alles klar. Die Ausbildung von Speerkämpfern hat begonnen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird der Speerkämpfer zur Reserve hinzugefügt und wartet im Stationierungsmenü auf Befehle. Während du wartest, bis er ausgebildet ist, solltest du dich um die anderen Bedürfnisse des Gebietes kümmern. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ich freue mich schon auf unseren Speer. Und hier ist unser Speer. Der geht jetzt mal in den Westen, würde ich sagen. Weil hier ist auch Meer und so. Geh mal weiter in diese Richtung. Guck mal, was da noch so ist. Alles klar. Die wilden Tiere müssen wir bejagen. Die machen mir Angst. Da gibt's. Oh, das ist sehr befriedigend, wie das ganze Ding da durchläuft, oder? Die ganzen Einkünfte. So, wo wollen wir da? Guck mal, da ist noch was Feines. Geh mal dahin. Böser Wolf. Oh, das sieht so nice aus. Oh, guck mal, die jagen die Bisons. Das ist ja Hammer. Und die Bisons mögen es nicht. Die wollen nicht bejagt werden von den Wölfen. Aber die Wölfe stellen sich auch ein bisschen dumm an. Vor den Wölfen habe ich keine Furcht. Die prallen an den Bisons einfach nur ab. Im Laufe der Geschichte erfordern verschiedene Ereignisse deine Aufmerksamkeit. Deine Entscheidungen können unterschiedliche Auswirkungen haben und gelegentlich weiß die Zeit allein, ob deine Vorgehensweise vorteilhaft war. Linksklicke auf die dringende Benachrichtigung, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ist das hier eine dringende Benachrichtigung? Oder ist das hier die... Was ist denn hier eine... dringende Benachrichtigung? Kunsthandwerker eines nahegelegenen Stammes haben beeindruckende Stoffe und Muster für das wechselhafte Wetter hergestellt. Wir haben unsere Abgesandten geschickt, um Tauschhandel zu betreiben. Aber sie werden vom Anführer des Stammes aufgehalten. Wir glauben, dass unsere beiden Völker Handwerker mit einzigartigen Fähigkeiten haben. Wir würden diese Waren gern offiziell handeln, um eine Freundschaft zwischen uns aufzubauen, die Jahrhunderte dauern soll. Dem formellen Geschäft zustimmen. Minus 5% Bauproduktion in unserem Hauptort für 10 Züge. Plus 1 Stoff, plus 1 Beziehung mit Stamm aus Württemberg. Oder ablehnen, 10 Sicherheit. Für 30 Züge, nee, wir machen das. Das heißt, guck mal, die sind jetzt schon freundschaftlich uns gegenüber. Das ist doch gut. Freunde sind gut. Freunde sind wichtig und gut. So, was ist eine Veranstaltung? Oh. Ein Sprecher des Stammes trifft sich mit unserem Abgesandten, um uns über aktuelle Probleme zu informieren. Wir bauen gerade ein Denkmal, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Aber unser leitender Baumeister ist krank geworden und bettlägerig. Sein Genie kann nicht einfach ersetzt werden. Ist es möglich, uns einen Baumeister zu schicken, der uns helfen könnte, das Projekt fertigzustellen? Also. Wir können denen helfen, minus 15 Holz und minus 20 Materialien.
Aber dafür wird die Beziehung verbessert und wir kriegen Prestige. Oder wir sagen, mir auch egal, aus irgendeinem Grund bekomme ich für diese Ablehnung der Hilfe 5% Bauproduktion in meinem eigenen Ort für 20 Züge. Da fragt man sich doch, warum nicht gleich? Ich mache mal Unterstützung gewähren und setze mal auf Diplomatie. Vielleicht werden das irgendwann meine guten Freunde sein. Das würde mir gut gefallen. So. Dann, nächster Zug. Forschung abgeschlossen, Tierzucht. Dafür, jetzt können wir das einen Flug bauen. Ist das eine Verbesserung eigentlich? Ja. 50% Ernteproduktion. Pökelfleisch. Brauchen wir vermutlich dann auch Tiere, die gepökelt werden können. Eine Metzgerei. Kamelen, Pferden, Elefanten, Bison. Wow. Super viele Tiere gibt es hier. Eins nach dem anderen. Erstmal können wir wieder wählen, was wir als nächstes erforschen wollen. Was ist denn wichtig? Annehmlichkeiten statt Gesundheit. Ich glaube, die Zufriedenheit des Volkes ist relativ wichtig. Bogenschießen finde ich aber auch nicht unwichtig. Die Frage ist, ob man das nicht auch mit anderen Kampftechnologien ausgleichen kann, wenn man keine Bogenschützen besitzt. Und das interessiert mich auch mal so ein bisschen, ne? Marty McFly, vielen Dank. Fischernetz. In diesen Küstenregionen genutzt werden. Komm, hier ist der Stamm aus Köln. Ich mache jetzt mal Fischerei. Ich will das mal jetzt wissen. Ja? Warte, ich. Ja, wo ist das Problem? Technologie auswählen. Hallo? Hab ich doch jetzt. Was ist gerade Ihr Problem, werter Herr? Habe ich das jetzt ausgewählt? Kommen wir gleich zu. Erstmal machen wir das. So, hier kannst du deine Reservisten in einer Aufstellung zuteilen und als Streitkräfte einsetzen. Aufstellungen haben unterschiedliche Größen und Arten von Einheiten. Einige größere Aufstellungen kann auch eine Taktik zugewiesen werden, die erheblichen Vorteil bietet, wenn die richtigen Einheiten in den richtigen Slots eingesetzt werden. Weise deine Speerkämpfereinheit einer Truppaufstellung zu und klicke dann auf Weiter. Okay, das ist interessant. Inwiefern sich dieser Aspekt von Civilization unterscheidet, dass man eventuell mehr Micromanagement machen kann, was die Einheiten angeht. Also jetzt haben wir hier, ganz kurz, also. Zack, Speerkämpfer hier rein. Stationieren in Rötzling oder was? Aufstellung bilden Trupp oder, Bataillon. Das ist ein Slot. Und bei einem Bataillon kann ich 3 Einheiten zusammenführen. Sehe ich das richtig? Okay. Kann ich eventuell die Waffengattung auch kombinieren? Also Bogenschützen und Nahkämpfer. Wir machen jetzt erstmal das hier. Stationieren wir das mal. Okay, Rötzling ist jetzt auf jeden Fall gesichert durch einen Speerkämpfertrupp. So, dann sollen wir wieder was bauen. Eine Werkstatt haben wir doch schon gebaut. Vielleicht ein Siedler, aber wahrscheinlich wird das Tutorial mir sagen, wann ich einen Siedler bauen soll, oder? Metzgerei, dafür brauchen wir doch, nehme ich an, Tiere. Was ist denn mit Jagd? Wir haben ja noch gar keine Jagd, sonst könnten wir hier richtig rumjagen. Jagden erforderlich. So, Wohnung. Brauchen wir noch Wohnraum? Reichtum sammeln. Hof. Haben wir schon. Metzgerei, Werkstatt. Kann auch mehr davon bauen, das ist interessant. Sagt mir das Tutorial irgendwas, was ich machen soll? Wir gucken erstmal hier.
Da ist nichts mehr zu finden. Dann gehst du mal da rein. So. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich jetzt mache. Also, was passiert denn, wenn ich jetzt einen zweiten Hof nehme? Wir sind ja schon bei plus 7. Also nehme ich mal an, das müsste ja die Stadt relativ schnell wachsen jetzt. Das ist ja schon auch in unserem Sinne. Wo sehe ich meinen Wohnraum? Streitkräfte, Luftstreitkräfte. Ist das hier der Wohnraum? Eins von drei? Hallo? Steht original nichts. Aber das sieht aus wie Wohnraum, finde ich. Hier unten das. Eins von drei. Lassen wir es mal dabei. Okay, pass auf. Dann, das gibt mir Produktionsbonus oder was? Ich mache jetzt nochmal eine Werkstatt. Ich weiß nicht, bei Metzgerei, da brauche ich doch... Obwohl, da ist ja das Fleischsymbol, da ist ein Haken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt habe. Plus 4, plus 8. Nee, guck mal, was ist denn... Nee, das ergibt keinen Sinn. Was ist denn das hier alles Geiles? Hier muss ich das bauen. Aber nee, pass auf. Würde es nicht Sinn ergeben? Da. Hofverbesserung, um die Traube- oder Nahrungsabbaurate zu erhöhen. Ja, das ist voll wichtig. Ja, wir müssen hier einen Hof bauen. Aber holla, sowas von. Okay, wir bauen da einen Hof. Und zwar hier, das muss doch voll geil sein. Hier wahrscheinlich auch gut, ne? Aber wir machen jetzt hier einen Hof. Das muss gut sein, sag ich jetzt einfach mal. So, wir haben Reserven. Ah, wir haben keine Einheiten Reserve. Du musst sie in deinen Städten bauen. Ja, ist doch nicht schlimm. Dein Trupp formiert sich und wird die Musterung in drei Runden abschließen. Anschließend wird er in deiner Stadt stationiert. Finde ich gut. Dann fühle ich mich sicher. Ja. Gefällt mir. Die Musterung beginnt. Oh, guck hier. Speer und Speerkämpfer. Da. Schon ein bisschen die Kaserne voll gemacht mit Rekruten. So, der geht mal weiter. Guck mal, hier sieht man das. Hier ist ein kleiner, also ich komme von da auf jeden Fall auf das Feld. Ja, geht direkt rüber, alles klar. Die Musterung unserer Streitkräfte ist abgeschlossen und sie wurden in unserer Stadt stationiert. Linksklicke auf deine Streitmacht, um ihre Fähigkeiten anzuzeigen. Oh, was jetzt? Die Waldfestung. Ein höchst aufgeregter Junge, der nicht älter als 16 Jahre ist, betritt unseren Hof. Er erzählt, dass er und seine Freunde auf Bäume kletterten und dass von einer riesigen Eiche einen erhöhten und unnatürlich runden Hügel und Rauch entdeckte, das von einem entfernten Lagerfeuer aufstieg. Er bittet um Unterstützung, um die Entdeckung sicher zu erkunden. Oh, jetzt gibt es sogar einen geschichtlichen Kontext. Die Legende besagt, dass Brian Boru, der Hochkönig von Irland im 11. Jahrhundert nach Christi, seinen Thron in der Waldfestung von Bale Boru beanspruchte. Jahrhunderte später wurde die Festung und ihre Beute entdeckt. Und noch heute sind ihre Ruinen eine lokale Stätte, in der Kinder und ihre Freunde die Geschichte des Hochkönigs nacherleben. Können einen Speer schicken, minus 10 Zufriedenheit in unserem Hauptort für 10 Züge, plus 5 Schmuck und Keramiktöpfe, oder den Jungen und seine Freunde bewaffnen, 10 Sicherheit in unserem Hauptort für 10 Züge. Oh. Okay, minus 10 Sicherheit oder minus 10 Zufriedenheit? Ehrlich gesagt finde ich Sicherheit nicht so schlimm, weil wenn nichts passiert, passiert nichts. Und die Zufriedenheit ist wichtiger. Finde ich, glaube ich. Die sollen zufrieden sein.
Ich habe ja gerade hier so eine Truppe aufgestellt. Ich mache das hier, die bewaffnen wir jetzt. Die Teenager machen sich auf den Weg und kehren mit Schrammen übersät, aber siegreich zurück. Obwohl die Räuber verschwunden sind und sie Schätze im Schlepptau haben, sind ihre Eltern nicht begeistert, dass ihre Söhne in gefährliches Gebiet geschickt wurden, um dort Schaden zu erleiden. Oder das hier, ein Speer kehrt zurück mit Kunde von einer geheimen Kriegsfestung, in der es von Räubern nur so wimmelt. Wir schicken Soldaten, die diese hastig infiltrieren, die Eindringlinge überraschen und Kriegsbeute zurückholen. Die Truppen und der Junge werden als Helden gefeiert. Ehrlich gesagt, beides geil, aber wir machen jetzt das. Annehmlichkeiten sind Objekte, die deiner Stadt vorübergehende Vorteile gewähren können. Unterschiedliche Annehmlichkeiten gewähren verschiedenen Bereichen wie der Lebensqualität deiner Bürger oder der Produktion für deine Stadt Boni. Wenn du ein Objekt hast, das als Annehmlichkeit genutzt werden kann, wird der Slot aktiv. Klicke in der Stadtansicht auf einen offenen Annehmlichkeitsslot und wähle eine Annehmlichkeit aus, die in der Liste der Optionen platziert werden soll. Okay, machen wir gleich. Oh, das sind hier unsere Sperrkämpfer. Die könnte ich jetzt hier befestigen. Ich könnte die aber auch auf Erkundungstour schicken, glaube ich, oder? Beziehungsweise ich könnte sogar die... Jagden erforderlich. 50%ige Chance für jede Einheit in dieser Streitkraft 10 Gesundheitspunkte zu verlieren. Andernfalls gehen 5 Gesundheitspunkte verloren. Ich weiß nicht, kann ich die jetzt bejagen? Unsere Speer ist auf dem Weg zum Jagen. Pro Raubtier gibt es eine Gefahrenstufe, die sich darauf auswirkt, wie schnell und einfach unsere Speer sein Ziel besiegen kann. Vorsicht! Diese gefährlichen Tiere können unseren Speer verletzen oder töten. Ja, das ist Stufe 1. Das kriegen wir hin. Das machen wir jetzt. Oh, Meteoroid. Aber das ist doch gar kein Speer, das ist ein Speerkämpfer, das ist so ein Unterschied. So, das Lager mit Vorräten, genau, das haben wir entdeckt. Erstmal gehen wir dahin. Und so, was war jetzt mit dem freien Slot? Da war doch was mit einem freien Slot, oder Leute? Warum kann ich jetzt hier meinen Rötzling? So, freier Slot. Annehmlichkeiten platzieren. Das ist eine Verbesserung in den Zonen. Warte, wie war das noch? Ah, da, Annehmlichkeiten, da steht's ja. Okay, jetzt könnte ich den Schmuck, den wir gerade ergaunert haben. Ja, es war super. Für 10 Runden haben wir das jetzt. Sehr gut. Der Zustand unserer Bürger hat einen großen Einfluss auf den Nationenerfolg. Als Maß dient er Statistiken zur Lebensqualität Status. Ein Annehmlichkeitenbau ist eine Möglichkeit, sie zufriedenzustellen, um mehrere Züge lang Boni zu erhalten. Goldene Zeitaltervorräte sind eine mächtige Prestigequelle. Sie entstehen durch Statistiken zur Lebensqualität Überschüsse, die sich im Laufe der Zeit summieren. Stelle Waren her und platziere sie in deinen Annehmlichkeiten-Slots, um die Lebensqualität deiner Stadt zu erhöhen. Das Wachstum beginnt, sobald eine Annehmlichkeit platziert und von den Bürgern genutzt wird. Ja, das haben wir im Prinzip gerade getan. Das gefällt mir gut. Welche Einheit ist untätig? Diese hier. Das wollen wir so nicht lassen. Du gehst sofort dahin. Steinwerkzeuge. Okay, okay, okay. Plus 10. Ja, wir müssen ein bisschen was zur Bildung tun, ne? Raubtiere beseitigt. Beim Entfernen einiger Raubtiere hast du Folgendes gefunden. Ein Pelz und 5 Nahrung. Speerkämpfer hat bei der Jagd auf Wolf 10 Gesundheit verloren. Das ist ja schade. Aber das ist ja auch nicht viel. So, die haben wir jetzt besiegt. Die können wir auch gleich besiegen. Aber lass uns erstmal das Geld hier holen, oder? Können wir das machen? Veranstaltung. Oh, ein Palast für die Ewigkeit. Nation braucht eine majestätische Residenz für ihren Anführer. Ein derartiger Palast ist nicht nur ein Beleg unseres Erfolges, sondern ehrt auch Vergangenheit und Zukunft unserer Nation. Unsere Ratgeber freuen sich, den Palast an einem Standort zu errichten, der sich für unser Volk seit Jahrhunderten als verheißungsvoll erwiesen hat. Und die Orakel drängen uns zur Eile. Geschichte. Die Ruinen des Palastes von Minos in Knossos sind die älteste bekannte Ansiedlung auf Kreta. Während der Palast selbst erst um
1900 vor Christus entstand, wurde das Areal bereits seit 7000 vor Christus für Feste und Rituale genutzt. Okay. Vergangenheit und Gegenwart ehren. Aktiv freischalten, baue einen Palast. Ich baue einen Palast. Ich möchte sofort einen Palast. Baue einen Palast. Baue einen Palast, ja. Hier. In Rötzling will ich den bauen. Das muss ich ja wahrscheinlich einfach als Bauprojekt gleich machen. Das können wir erstmal. Darf der jetzt da hingehen? Oder kann das nur der Speer machen? Irgendwie das Gefühl. Nee. Guck mal, ich kann das auch so drehen. Die Karte, das ist neu. Das gibt es nämlich bei Civilization nicht, dass man die Karte so. Aber kippen kann man sie nur ganz wenig. Guck mal, man kann sie nur ganz wenig kippen. Oh, das ist ein. Ein Lux? Soll das ein Lux sein? Oder ein Puma? Das ist ein Puma. Ja. Lux hat Luxohren. Jo, dann, wenn das nicht geht, dann haut ihr halt die Wölfe tot. Oh, hier kann man die Schlacht sogar sehen. Ha, wir vertreiben die Wölfe. Das ist ja nice. Vor allem haben wir verdammt viele Speere. Und eine hohe Wurffrequenz. Das ist eine beeindruckende Truppe, die ich da habe. Und die Wölfe können sehr viel ab. Können sehr viel Speer-Damage ab. Aber okay. Nächste Runde. Das Raubtier wurde geleert. Ah, die hatten sogar Pelze dabei. Guck mal, hier ist ein Meteorit. Da sind sie, die Herren. Speerträger. So, hier der hat nichts mehr zu tun. Der geht mal hier weiter in diese Richtung. Tap, tap, tap. Und die haben jetzt erfolgreich die Wölfe vertrieben. Jetzt frage ich mich natürlich, ob wir es wagen sollen, den Puma nochmal platt zu machen. Das können wir uns doch eigentlich so von der Kraft her, oder? Warte mal jetzt. Wir haben nur noch 80 von 100 Gesundheit. Wir haben 4,4... 4,9 ist das meine Angriffskraft und das Vieh hat 2 oder was? Ne, Gefahr 4, 2. Ich bin mir nicht sicher, sollen wir es mal probieren? So ein Puma wirkt schon ein bisschen gefährlicher als ein Wolf. Wir sind schon gesundheitlich etwas angeschlagen. Aber hey, wir machen das jetzt. Wir werden schon sehen, ob uns das teuer zu stehen kommt. Puma-Jagd beginnt. Wie soll der Puma sich dem erwehren? Was muss das für ein Puma sein? So. Was ist mit Palast jetzt? Kann ich noch kein Palast... ich will ein Palast errichten. Wohnung, Werkstatt, Metzgerei, Kornspeicher, Hof. Wir brauchen... Was wollen wir denn mal nehmen? Was wollen wir mal nehmen? Kornspeicher. Erhöht Ernteproduktion aller Höfe innerhalb der Region und gewährt einen kleinen Gesundheitsbonus. Wird auch zur Fertigung von Getreidelagern verwendet, mit denen das Wachstum in der Stadt gesteigert werden kann. Warte mal, wenn ich jetzt Kornspeicher, gehe ich dann auf ein Gebiet, was schon einen Hof hat? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Innerhalb der Region bedeutet das, das ist jetzt hier Thüringen oder wie? Und wenn ich jetzt hier baue, bewirkt das, habe ich dann Bonus hier oder was? Und wenn ich hier baue, habe ich den Bonus hier. Also das ist ja das ergiebigere Gebiet. Dann sollte ich es wahrscheinlich... Und hier kann ich auch... Oh, guck mal. Wenn ich hier die Kornkammer baue und hier habe ich auch noch zwei Gebiete, die ich mit Höfen bestücken kann, dann müsste sich doch der Bonus eigentlich auf alle drei Höfe beziehen, oder nicht? Erhöht Ernteproduktion aller Höfe innerhalb der Region. 50% der Nahrungserträge der Region werden auf die Ernteproduktion von jedem Hof in dieser Region angerechnet. 50% der Nahrungserträge der Region werden auf die Ernteproduktion von jedem Hof in dieser Region angerechnet. Ja, das ergibt doch schon Sinn, oder? Ich mach das jetzt. Kornspeicher.
Das ist jetzt mein Plan. Ich setze den Kornspeicher hier hin. Ich gehe mal davon aus, ich kann ihn ja nicht hier zusätzlich bauen. Es muss so sein, wie ich das jetzt sage. Wenn nicht, bin ich höchst ungehalten. So. Gehen zum nächsten Ressourcenlager. Wie sieht es mit dem Puma-Kampf aus jetzt? Was ist jetzt hier das Ergebnis dieser Schlacht? Oh, hier, schau. Fisch, Fisch, Fisch und Stonehenge können wir bauen. Sägewerke sind eine frühe Verbesserung, die für die Stadtgründung entscheidend ist. Sägewerke erzeugen Holz für den Verbesserungsbau. Du beschleunigst dadurch die Fertigung und erschaffst Einheiten. Ein relativ frühes Sägewerkbau ist sinnvoll. Es ist erwägenswert, ein Sägewerk aus der Projektliste in unsere Stadtansicht zu errichten. Das können wir gerne machen. Dann können wir als nächstes vielleicht... Was wollen wir denn bauen? Was ist das hier? Keramiktöpfe. Gärung, Kräuterkunde. Oh, wir können sogar Blauwale fangen. Für die Ölproduktion. Stadtzufriedenheit ist auch schon sehr wichtig. Ich glaube, Gärung wird unterschätzt. Bogenschießen bringt mir allerdings Prestige. Aber Bismarck ist ja auch schon so ein kriegerischer Heini, ne? Schöne Grüße aus Tirol, Sven Otto. Ja, Grüße gehen zurück. Ich finde, wir entscheiden uns mal fürs gute alte Saufen. Haben wir das jetzt eingeloggt oder was? So, Raubtier ist beseitigt. Ein Pelz, ein Fest mal 10 Nahrung. Das ist eine... Und... Oh, 15 Gesundheit. Oh, wir müssen mal langsam zur Fellpflege wieder nach Hause. Wo können wir uns denn ausruhen? Ja, wir sollten mal ins eigene Territorium zurückgehen. Da ist die Heilung schneller. Und... Oh, herausragend. Das Ziel von Ara ist es, dich durch das Ansammeln von Prestige von deinen Kollegen aus der Weltbühne abzuheben. Vergessenswerte Nationen werden beim Aktübergang aussortiert. Die Nation mit dem höchsten Prestige am Ende des Spiels wird zum Sieger gekürt. Ah, wir sind auf Platz 1. Wir haben 117 Prestige. Guck. Aha. Niemand kann es mit uns aufnehmen. Kötzling ist die Hauptstadt. Uns geht's gut. Minus 10% Forschung pro Zug in unserem Hauptort. Das finde ich aber blöd. Statistiken, guck mal, geht nur nach oben. Und Prestige geht richtig ab. Regierungsprestige. Ja, so ist das, wenn man jemanden Vernünftigen am Steuer hat. So, die sind hier wieder untätig. Das werde ich sofort beenden. Und sie hier ins Ressourcenlager schicken. Und die gehen nach Hause. Das gefällt mir gut. Haben wir denn jetzt die Forschung eingeloggt oder was? Wann sehe ich das denn? Hallo, hallo? Ich hoffe doch, die Forschung wird jetzt durchgeführt. Das war so komisch gerade. Mir fehlte da die Bestätigung. Ziele. Fertigungswarteschlange. Inventar. Meister. Diplomatischen Beziehungen. Was haben wir hier? Verwalte Regierung. Religion. Vorbilder. Region. Berater. Nicht, dass jetzt hier gerade gar nichts erforscht wird. Das würde mich sehr kränken. Hier sieht man es. Danke. Ja, wie bei Civilization auf der anderen Seite. 5 Runden. Okay. Was ist geschehen? Der geht nach Hause. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist super gut. Lager gesammelt. Oh, Edelsteine. Weiter so. Und dann zum Ausrüstungslager. Also der ist wirklich sehr eifrig. Was ist das denn hier? Der Stamm aus Köln. Wie wär's denn, wenn ihr mal zu mir kommt? Und dann sind wir ein Volk. Das wäre doch super. Ich nehme Köln in mich auf.
So genau, du sollst nur dich ausruhen und dich heilen. Das wäre mir wichtig. Es gibt eine Veranstaltung. Historiker sprechen von einem großen Leuchtturm, der in der Zeit verloren gegangen ist. Mhm. Mit einem Licht, das so hell war, dass man es auf der halben Welt sehen konnte. Ein solches Wunder mag ein Mythos sein. Aber was wäre, wenn eine Nation so etwas verwirklichen könnte? Das wäre doch ein Anblick, den sich niemand entgehen lassen würde. Ja, hast du recht, das würde ich sehr gerne machen. Palast und Leuchtturm. Jetzt machen wir erstmal den Kornspeicher gleich errichtet. Mal gucken, ob sich dann hier irgendwas ändert. Plus 4. Oh, ein Vorbild ist verfügbar. Oh, guck mal hier. Neues Vorbild. Also, wir haben Krösus, Unternehmer. Plus 5 Vermögen pro Zug für Städte mit einer Handelsverbesserung. 10 Wohlstand in unserem Hauptort. 3 verfügbare Händler. Pionier, Stadtwachstum pro Zug in jeder Stadt unter Bevölkerungsrang 5. Geschwindigkeit für Speer und Siedler. Sicht für alle Städte. Ausblick und Geschwindigkeit von Zhanghei. Und Fuhao, Streitkraft, Stärke, Stärke, Streitkräfte. Alles Streitkräfte. Ich glaube fast, dass das hier das Beste ist. Weil ich brauche ja momentan jetzt noch nicht diese Streitkraftstärke. Wenn mich irgendwer nervt, dann kann ich ja immer noch pumpen. Für den Moment ist das, glaube ich, das Beste. Ich nehme Krösus. Krösus. Berühmter, reicher Herrscher eines Königreichs in Kleinasien. Mache dein Vorbild zum Berater. Das mache ich sehr gerne. Verfügbar. Krösus. Ist er jetzt... Ah, warte, das muss hier weg. Gehen Sie sofort weg. So, Krösus wird mein oberster Berater. Mache dein Vorbild zum Berater. Inlandsberater, Auslandsberater. Oder oberster Berater. Ah, dadurch entscheidet sich, welchen Bonus ich erhalte. Wenn ich ihn zum Auslandsberater mache, bekomme ich 3 Händler. Händler können Gegenstände deiner Wahl von den Märkten anderer Nationen zu erhalten. Du musst ein Handelsabkommen mit einer Nation haben, um auf Gegenstände auf deren Markt zugreifen zu können. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Inlandsberater bekämen wir 10 Wohlstand. Ja. Oder plus 5 Vermögen. Pro Zug. Derzeit haben wir plus 10. Das wäre schon eine Menge. Und nee, warte. 5 Vermögen pro Zug für Städte mit einer Handelsverbesserung. Ah, sowas haben wir noch gar nicht. Ja, dann ist vielleicht tatsächlich das für den Moment das Einzige, was wirklich einen Unterschied macht. Wenn ich das richtig sehe. Und dann packen wir ihn doch mal hier rein. Oder wie läuft das? Ich hoffe mal, das war jetzt smart. So, wir haben eine untätige Einheit. Nee, die soll sich heilen. Das ist okay, bleib mal hier. Warte mal, heil dich mal. Das war doch genauso gedacht. Kannst du die Erzählerstimme etwas lauter machen? Ja. Bestimmt. Das würde natürlich gehen, indem ich alles ein bisschen runterziehe. Beziehungsweise, wenn wir die Musik... Das alles ein bisschen runter machen. So. Und dann vielleicht das Spiel ein bisschen lauter. Müsste es eigentlich gehen. So. Was haben wir hier? Achso. Hat der jetzt eigentlich Erfahrung gesammelt? Ich glaube, der hat gar keine XP-Punkte bekommen. Oh doch, Stufe 1. Er hat XP-Punkte bekommen. So, Sägewerk sollen wir errichten. Was sieht er? Was sieht er? Was sehen deine Elbenaugen? Hier ging's wieder nach Südosten.
Hier ist vielleicht dann auch schon zu Ende. Komm, wir gehen mal nach Südosten. Ja, du sollst dich ausruhen. Was haben wir? Steinwerkzeug gefertigt. Ja. Aktuell Korn, nächste Runde ist der fertig, das ist gut. Mal gucken, ob das dann Auswirkungen hat auf das hier. Wir werden sehen, ich bin sehr gespannt. Straßen verwalten. So, Lager entdeckt. Oh, sehr schön. Ah, hier gibt es Hirsche. Weißwedelhirsch. Der berühmte Weißwedelhirsch. Da gehen wir hin. Dann, was ist hier? Das ist unser Kornspeicher. Was haben wir hier? Blaupause. Getreidelager. Wollen wir das? Perfekt, hier 10 Züge an. Das können wir verbessern mit Reiskorn. Wieso eigentlich nicht? Das können wir sogar noch weiter beschleunigen. Plus 1, wenn wir jetzt noch Vermögen aufwenden, bei plus A und plus 3. 25, ach, das gibt das nur noch 25%. Naja, geht aber schnell. Okay, machen wir einfach mal. Und jetzt können wir ein Projekt wählen. Was ist denn hier? Wir sollen ein Sägewerk bauen, das war der Wunsch. Aber wo kann ich denn diese großen Projekte? Da ist das, was brauche ich dafür? Steinwerkzeuge und Seile. Sonst kann ich Stonehenge nicht bauen. Stehe, jetzt bauen wir aber das Sägewerk, das möchte das Spiel von uns. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo überhaupt Holz vorhanden ist. Wir haben jetzt leider... Ah, wir haben eigentlich gar keine so geile Holzregion, sehe ich das richtig? Guck mal. Ich glaube, das ist total schlecht. Hatten wir hier nicht auch so Regionen zur Auswahl? Guck mal, hier zum Beispiel war auch Holz. Die haben ja gar keine... Wann kann ich meine Stadt vergrößern? In einer Runde. Kann das sein, dass wir in einer Runde ein neues Feld wählen dürfen? Würde es dann nicht vielleicht Sinn ergeben, zu gucken, ob wir da ein Feld finden, wo viel Holz ist und dann bauen wir da sowas? Weil hier ist zwar, ich sehe, ne, also da ist zwar jetzt Holz eingeblendet und so, aber ich sehe keine... Oh, Gärgrube. Was müssen wir da jetzt bauen? Da müssen wir gar keinen Hof bauen. Das ist das Festmahl. Getreidelager, genau. Ja, keine Ahnung. Links die kleine Zone mit dem Wald. Das ist halt hier. Aber ich dachte... irgendwelche Informationen diesbezüglich? Ich jetzt hier, ich sehe es halt einfach ehrlich gesagt nicht. Plus 25% zusätzliche Bauproduktion für Industrieverbesserung in der Region dieser Verbesserung. Kosten, Holz, laufende Kosten. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Relevanz hat. Sägewerk, Entschuldigung, nicht... Jetzt war ich gerade bei der falschen Geschichte. 100% des Holzertrags der Region werden der Ernteproduktion der Stadt hinzugefügt. Ja, ey, kann man, also in meiner Welt sollte das ein Feld sein, so wie hier, guck mal. Da sind jetzt so 3 Holzstämme. Wenn du diese Region beanspruchst, erhältst du plus 3 Holz.
Holzproduzierende Verbesserungen in dieser Region bringen dir zusätzlich Holz auf Basis dieses Ertrages. Eine Region ist ja, also das, so, ganz kurz, was ist eine Region? Ist das eine Zone? Ist das alles die Region? Und das Einzelne sind die Zonen in der Region? Oder ist, versteht ihr, was ich meine? Die Zonen sind quasi die Bauslots der Region. Okay, also kann ich es bedenkenlos hier bauen. Das Allgemeine ist die Region und ja, die Zonen sind die Slots. Okay, das heißt, das hier ist die Region und die kleinen sind die Slots. Das heißt, ich kann jetzt hier tatsächlich das Sägewerk bauen und habe aufgrund dieser Merkmale hier gilt das für alle Zonen innerhalb der Region. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Also ich kann jetzt easy peasy hier in der kleinen Geschichte ein Sägewerk bauen. Nice, so machen wir das jetzt. Voll gut. Wir brauchen ein bisschen mehr wir brauchen hier Werkzeuge. Und Seile brauchen wir auch, damit wir Stonehenge bauen können. So, irgendwer ist untätig. Ja, die sollen hier weiter bitte sich durchheilen. Und nächster Zug. So, jetzt haben wir die Kräuterkunde. Warten Sie bitte. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch den Wein. Ich befürchte, ich habe mich verklickt. Ich bin komplett empört. Ich wollte doch eigentlich das hier machen. Was ist geschehen? Oh, okay. Sehr gut. So, jetzt können wir eine weitere Region freischalten. Hier ist ein Meteorit. Was bedeutet das? Baue Steingrube Verbesserung, um den Metallbarren Edelmetall- oder Schwermetallabbaurate zu erhöhen, muss Regionen besitzen. Steingrubenverbesserung. Kann das sein, dass ein Meteoroid eine sehr seltene, wichtige Ressource ist? Sollten wir vielleicht dahin gehen, wenn wir schon so... Also es scheint mir irgendwie so. Wer hat schon einen eigenen Meteoroiden für sich? Wir können natürlich auch hier nach Norden gehen. Bielefeld sieht auch gut aus. Da gibt es einen Bison. Schaut mal. Können wir ein Jagdlager errichten. Also ganz ehrlich, mein erster Impuls ist zu sagen, wir gehen da aber sowas von in diese Geschichte hier. Das ist halt ein Meteorit. Außerdem habe ich jetzt hier Küstenzugang. Könnte ich da nicht vielleicht auch Schiffe bauen? Ich mache das jetzt. Ich gehe nach Leipzig. Leipzig. Bam. Hallo Leipzig. Veranstaltung. Der Stamm ist vom Treffen mit unseren Spähern begeistert und schickt sofort eine Nachricht mit der Anfrage, ob wir Eisen erübrigen könnten. Er hat seine Speerspitzen verstärkt, um neue Waffen zu entwickeln und benötigt mehr Ressourcen für weitere Tests. Geschichte. Shaka war vor allem für seinen Einfluss auf dem Schlachtfeld bekannt, sowohl in Bezug auf Taktik wie auch auf Ausrüstung. Er bewaffnete seine Soldaten mit Assegais, Speere mit langen Klingen, die auch für den Nahkampf geeignet waren. So, jetzt kann ich den Eisen bereitstellen. Dann haben wir minus 1 Metallbarren. Wir haben aber nicht besonders viele. Plus 1 Streitkraftstärke für 20 Züge, plus 2 Beziehungen mit Stamm aus Württemberg. Ja, ich mache das natürlich jetzt, weil... Sandalen habe ich nicht. Ich mache das, weil ich mal diese Beziehung möglichst ans Maximum bringen möchte, um zu sehen, ob die sich dann mir an den Hals schmeißen und dann kann ich die in mein Land eingliedern oder sowas. So, dann machen wir zack. Guck mal, die sind jetzt richtige, richtige Freunde von uns. Die sind loyal. Ja, mach mal. Kommt mal zu mir. Kommt zu mir. So, der ist wieder komplett durchgeheilt. Das ist fantastisch. Jetzt kann ich da die Wölfe bejagen. Oder wir gehen mal in den Norden. Und werden schauen, was es da so gibt. Was ist das hier? Der jagt den Hirsch oder was? Ja, komm, dann geh mal mit Richtung Wolf. Der wird jetzt angegriffen. Was ist das da? Raubtierjagd.
Oh, hier die Pumas. Zum Glück werden die von dem Speer nicht aggressiv gemacht. Gehen wir mal hier. Liegt Schnee. Stammesbeziehung aktualisiert. Württemberg ist deiner Nation beigetreten und gewährt 50 Vermögen. Württemberg hat sich deiner Nation angeschlossen. 1500 neue Bürger sind in Drötzlingen eingetroffen. Das war der Plan. Haha. Es ist alles aufgegangen, was wir wollten. Das ist ja fantastisch. Wo seid ihr? Württemberger, zeigt euch. Das ist großartig. Jetzt können wir demnächst schon wieder weiter wachsen, sehe ich das richtig? Ja, finde ich jetzt erstmal gut. Was ist das? Fuchs? Okay, das bringt mir so nichts. Dann gehen wir mal nach Süden. Und, jo, die haben jetzt gekämpft. Jetzt macht ihr mal als nächstes den Schwarzbär, wie wir hier die ganzen einheimischen Tiere einfach zerjagen. Wohnung bauen. Deine Stadt und ihre Bevölkerung ist gewachsen. Mehr Menschen brauchen mehr Wohnraum. Du musst Wohnung bauen, um sicherzustellen, dass deine Bürger komfortabel leben können. Klicke in der Projekt... Ja, okay. Das machen wir natürlich danach. Projektentwicklung, aber... Oh, warte. Dürfen wir schon eine neue Region beanspruchen? Mehr Bevölkerung bedeutet ein Bedarf an mehr Land. Beim Stadtaufstieg erfolgt eine Ansprüche-Freischaltung. Das ermöglicht es ihnen, die Grenzen ihrer Stadt auf die umliegenden Regionen auszudehnen, um dort Erträge unter der Natur vorhandenen Ressourcen zuzugreifen. Ja. Okay, ich dachte, das... Ja, das war jetzt erstmal was Gutes, oder? Der Reihe nach. Erstmal hier Anspruch erzeugt. Ja. Du hast nun deinen Anspruch abgesteckt und in deiner nächsten Runde werden die Grenzen deiner Stadt offiziell erweitert. Wird eine Region beansprucht, beginnt dein Volk umgehend damit, das Land zu bestellen und seine Ressourcen abzubauen. Ja. So, jetzt darf ich direkt, weil Württemberg sich uns angeschlossen hat, direkt das nächste machen. Oh, schaut mal hier. Das Adriatische Meer. Ja, das ist jetzt interessant. Kann ich da dann Schiffe bauen? Finde ich aber jetzt von den Ressourcen ein bisschen underwhelming. Klar, 4 Gold ist nicht so schlecht. Wie gut ist Wasser, ne? Oder gehen wir lieber hier erstmal an den Büffel ran? Das sieht mir auch gut aus hier. Bielefeld scheint mir auch eine sehr erstrebenswerte Ortschaft zu sein. Ich tendiere ja zu Bielefeld. Oh! Warte mal. Ah ne, das ist nur ein Ruinenlager. Das ist ja auch... Okay. Nee, das ist auch nicht so spannend. Hier haben wir Muscheln. Schalentiere. Bin echt fasziniert von den Details, wie sich zum Beispiel die Wege zwischen den Zonen entwickeln, sagt Rookie. Ja, ist interessant. Ne? Übrigens, Slippy, vielen Dank, Slippy. Für den Support. So, also, mich würde schon interessieren, einfach nur mal so aus Prinzip, was mir ein Wasserfeld überhaupt bringt. Aber ich bin jetzt erstmal für Bielefeld, weil ich das Gefühl habe, das ist eine gute Region einfach. So, erstmal Bielefeld und dann gucken wir mal weiter. Da ist noch was, das nehmen wir mit. Ja, bauen wir weiter, wir müssen irgendwann auch Seile machen. Sägewerk ist bald fertig, das ist gut. So, hier ist richtig was passiert. Erstmal neues Lager entdeckt, alles klar. Region beansprucht, ja, das ist gut. Raubtiere ist gut. Sägewerk ist abgeschlossen. Saa, hammergut. Speerkämpfer wurde befördert, dankeschön. Ja, und die können sich mal kurz
in diese Region bewegen und sich da ausruhen. So, hier ist jetzt... Guck mal, Fischernetz. Da. Fischernetze erzeugen Nahrung für deine Städte, wenn sie in Küstenregionen genutzt werden. Aber wie viel dann? Plus 20. Das ist aber Holz. Hä? Achso, das sind die Kosten. Aber steht nicht genau, wie viel ich bekomme. Aber ich sollte ja Wohnung bauen, wurde mir ans Herz gelegt. Müssen wir das, glaube ich, zuerst machen. Warte, aber ich gucke erstmal, ich will mich nur aus Interesse, wenn ich jetzt das Fischernetz baue, wozu habe ich das gemacht? Hier ist doch Küstengewässer. Ah, Mann, hätte ich doch das nehmen müssen. Mist, geht doch nicht. Schade. Tja, kannst nichts machen. Dann halt die Wohnung. So. Wo ist jetzt der beste Ort für die Wohnung? Was ist der beste Ort für die Wohnung? Vielleicht hier in einem der neuen Regionen? Also hier... Hier nicht. Entweder hier. Da weiß ich jetzt aber auch nicht genau mit den Bisons, ob es da irgendeine Form von Synergien gibt, die ich nutzen kann durch weitere Gebäude. Oder halt hier einfach so. Hier. Ginge auch. Ich glaube, ich baue hier unten. Wo nichts weiter ist. So. Und einen Siedler könnten wir demnächst mal bauen. Ah, jetzt können wir die Gärgrube errichten. Und ich denke, ich muss jetzt in die nächste Ära aufsteigen. Achso, jetzt. Oh, ich kann das noch erforschen. Oder ich kann direkt in die nächste Ära aufsteigen. Aber das. Ja, dann mache ich das doch noch. Oder darf ich das jetzt nicht mehr? Doch. Okay. Ja. Geht dann dahin. Oh, das Getreidelager ist gefertigt. Ja, 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 das ist schön. Dann würde ich mal das Geld hier wieder rausnehmen. Und weiß gar nicht genau, wie das jetzt viel gebracht. Oh, guck mal, da kann ich ein Rad reinsetzen. Oh, der große Leuchtturm. Warte. Vorräte sind Waren, die Verbesserungen, hilfreiche Boni für die Verbesserung und manchmal sogar für die Stadt gewähren. Jetzt könnte ich da, aber wenn ich, dann ist es ja weg, das Rad, oder nicht? Das wollen wir ja nicht. Bin nicht sicher, ob das sinnvoll ist. Hm. So, was können wir denn hier noch machen? Sägewerkhof. Ich will dann hier, will ich auch ran. Steingrube Verbesserung um den metallbaren Edelmetall. Ja, vielleicht muss ich das noch erforschen. Okay. Ja, ihr sollt euch mal durchheilen. Das Rad ist dann weg, ne? Ja, nee, ich würde mir das aufbewahren, glaube ich, für das Bauprojekt des Weltwunders. Oh, hier ist sogar ein Tiger. Tijo. Was für eine Vision. Eine Reihe weißer Steinsäulen auf einem Hügel, die Zeugnis über den Ruhm unserer Nation und ihrer Götter ablegen. Der Bau eines solchen Gebäudes würde den Status unseres Landes in der Welt und seine Rolle bei der Gestaltung der Zukunft festigen. Mhm. Die Akropolis mit dem berühmten Pantheon-Tempel ist ein Zitadellenkomplex auf einem Hügel in Athen. Die Entstehungszeit der Anlage wird auf das 5. Jahrhundert vor Christus datiert. Okay, jetzt haben wir schon diverse Sachen hier.
Ich war ja Fan vom... War das der hier? Na, ist egal. Noch geht alles. Sehr schön, der heilt. Weiter heilen, bitte. Oh. Fast mal alles gefertigt. Geheilt und irgendwer ist untätig. Ah ja, hier ist Ende im Gelände. Dann gehen wir mal hier hin. Oh. Was haben wir hier? Der ist untätig. Untätigkeiten gefallen mir überhaupt nicht. Das ist die große Feuerstelle. Schmuck. Festmahl. Freier Slot. Krösus. Warte mal ganz kurz. Meist kann ich den jetzt... Ist der denn was? Also dann... Warte mal ganz kurz. Ist das sinnvoll? Meisterwerke sind einzigartige künstlerische Kreationen, die in Verbesserungen von Vorbildern erstellt werden. Meisterwerke sind am Ende des Spiels für sich genommen Prestige wert, können aber zur Meisterwerksammlung kombiniert werden, um noch mehr Prestige zu haben. Hast du feindliche Gegner ausgestellt? Nee, es gibt eigentlich Gegner. Es gibt, glaube ich, 8 Nationen. Ich hau den jetzt da mal rein. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Mach das einfach mal. Konflikt oder was ist das? Achso, neu zu teilen, es dauert ein bisschen. Ich mach das jetzt mal. Keine Ahnung. Das schlau ist. So, der ist schon auf 95. Das reicht, um diesen Wolf zu bekämpfen. Der bedroht mein Tier. Das ist fertig. Annehmlichkeiten aktiviert. So, wie sieht das hier aus? Da ist nichts Neues zu entdecken. Dann gehst du weiter nach Nordosten. Während du deinen Weg zu wahrer Größe fortsetzt, kannst du tiefer in die Welt und die Terminologie von Ara eintauchen, indem du mit der linken Maustaste auf goldene Begriffe wie Technologie, mit gedrückter Shift-Taste auf Ressourcensymbole wie Nahrung oder auf die Encarta-Schaltfläche in der rechten oberen Bildschirm geklickst. Ja, das machen wir dann. Erstmal machen wir hier weiter. Also, wir brauchen ein weiteres Projekt. Oh, guck mal, die Gärgrube können wir jetzt machen. Wir haben alles, was wir dafür brauchen. Trauben, Holz und Nahrung. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Wir haben aber auch... Was ist denn hier mit meinen Weltwundern? Drogerie. Stadtwissen. Aber es ergibt schon Sinn, glaube ich, so eine Gärgrube zu errichten jetzt. Aber wir haben ja das nötige... Nee, oder was ist mit... Warte mal. Also wir können Stonehenge, fehlen uns 10 Seile für. Das heißt, ich sollte jetzt mal umstellen. Wir können jetzt mal einen Siedler bauen. Ich weiß einfach mal... Wir bilden gerade einen Siedler aus. Sobald die Ausbildung abgeschlossen ist, kann unser Siedler genutzt werden, um unsere nächste Stadt zu gründen. Ja, es ist doch voll wichtig. Und dann können wir in der Werkstatt... warte. Feuerstelle hier. Werkstatt. Wenn ich jetzt mal das Projekt auf Seil ändere... Und... Jetzt habe ich hier sogar 2 Projekte. 5 Seile. Ja. Finde ich gut. Ich weiß nicht, wie viel wir davon dann am Ende brauchen. Ich weiß es nicht genau. Wir machen jetzt erstmal das. Und dann setzen wir hierfür Vermögen ein und das nehmen wir raus. Dann geht das ein bisschen schneller mit den Seilen. Okay. So, Chat ist gerade weg. Aber Nikola macht irgendwas und ihr werdet in Kürze wieder da sein. So, wir gehen hier. Hey. So, habt ihr den besiegt, den Wolf? Es sieht gut aus. Oh, hier ist auch noch mehr zu haben. Wir sind bei 85. Wir können den anderen Wolf ja noch platt machen. Oder wir können es erstmal einmal heilen. Wir sind ja auf freundlichem Territorium und dann machen wir den Wolf.
Oh, Töpferei ist fertig. Das gefällt uns. Dann können wir das letzte auch noch mitnehmen. Und dann gehen wir erst... Steigen wir erst auf. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, das alles mitzunehmen, ehrlich gesagt. Das ist super. Okay, die sind durchgeheilt. Das heißt, die gehen jetzt zum nächsten Wolf. Ah, warte, da ist zumindest mal der YouTube-Chat. Hallo Froggy, was geht ab? Es gibt mehrere Overlays, mit denen du die angezeigten Informationen anpassen kannst. Erhalte alle wichtigen Details wie Erträge, Grenzen und mehr mit einem Blick. Klicke auf die Overlay-Schaltfläche, um die Overlays anzuzeigen. Das ist hier. Also Grenzen, Verbergen, nein, Straßen will ich sehen. Huch, was hab ich jetzt gemacht? Religion? Ey, warte mal. Ressourcen, ein. Verbesserung, ein. Erträge, alles. Ah, ja, das finde ich gut. Straßen geht nicht, ich habe noch keine Straßen. Ja. Ich will immer alles sehen. Mache ich bei Civilization auch immer alles an. Hier sieht man, guck mal. Ah, alles klar. Hier wäre Fisch. Und hier sind Muscheln. Okay, hier ist gar kein Fisch. Das wäre, glaube ich... Ein goldenes Zeitalter hat begonnen. Ah, wir haben ein goldenes Zeitalter. Aktiv. Nationen in goldenes Zeitalter-Status eingetreten. Für die Dauer des Status erhältst du 10 Züge lang einen Bonus von 25% Prestige aus allen Prestigequellen. Nehme ich gerne mit. Aha. Klasse. Also, es geht uns doch eigentlich ganz gut gerade. Du gehst als nächstes mal wieder hier die da, Küste entlang. Sehr gut, wir haben ein Seil, wir haben ein Lager entdeckt, das nehmen wir mit. Raubtier besiegt. Oh, was? Sperrkämpfer hat bei der Jagd auf Wolf 5 Gesundheit verloren. Das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Er ist angeblich untätig. Zack, du gehst dahin. Oh, eine Veranstaltung. Unsere Berater sind verwirrt. Ein örtlicher Stamm hat 2 Geschichten von seiner Herkunft erzählt, aber unsere Gelehrten zweifeln am Wahrheitsgehalt beider. Der erste Gründungsmythos handelt von einem mächtigen Prinzen, der dem Leib einer wilden Bestie entsprang. Der zweite berichtet von einem Fremden, der kam, um das Land zu retten. Welche Geschichte sollen sie niederschreiben? Also, der Mythos vom tiergeborenen Prinzen. 25 Holz plus 5 Prestige. Beziehung, Mythos aus dem ausländischen Prinzen. Deine eigene zur Verfügung stellen. Nee, das verwundet die... Also natürlich super für das eigene, für die eigene Religion, aber das, da bin ich ja derzeit gar nicht. Also es hat sich ja gerade schon mit Württemberg als vortreffliche Idee herausgestellt, die Beziehung mit diesen Städten zu verbessern. Deswegen mache ich natürlich jetzt das. Tiergeboren ist natürlich ein bisschen albern. Aber ich glaube, das ist denen ja völlig egal. Holz oder Materialien? Wovon habe ich denn mehr? Sehe ich irgendwo, wovon ich mehr habe? Produktion pro Zug plus 10. Gesamt 270. Und Holz plus 11. Oh, ich habe 132. Ich glaube, Materialien wäre smarter. So. Okay, wir können jetzt den Bären, der hat nur Stufe 2, wir haben ja schon Puma erledigt. Der Bär ist ja gar kein Problem. So, zack. Oh, der Stadtrang wurde erhöht. Das ist ja eine super Nachricht. Was ist so eine kleine Wurst, ne? Die Stadt ist wirklich so eine Wurst. So, wir haben einen Anspruch erzeugt. Wir bekommen natürlich jetzt auch einen Siedler gleich. Wie weit dürfen wir eigentlich... Also
Kann ich theoretisch endlos in eine Richtung expandieren oder ist irgendwann mal Schluss? So, wo gehen wir als nächstes hin? Oh, München hat immens viel Nahrungsmittel. Hier hätten wir Fischis. Haben wir nämlich noch gar nicht bislang. Frag mich, ob das nicht vielleicht eine gute Idee ist, hier mal hinzugehen. Hier hätten wir... Was ist das hier? Sachsen, Nienburg und Nürnberg, das unterscheidet sich jetzt auch nicht so massiv. Sachsen ist super, weil die zwei Materialien besitzen. Ich finde, wir können mal, weil wir es noch nicht gemacht haben, die Fische ausprobieren, weil es einfach was Neues ist. Und ich das gerne mal mit der Ressource hier austesten wollen würde. Was dann passiert. Oh, Bogenschützen haben wir auch. Also Siedler geschult und bereit, einen geeigneten Standort für ihre nächsten Stadtbau zu finden. Klicke zunächst auf deinen Siedler und dann auf die Siedeln-Aktion, um loszulegen. Das mache ich sehr gerne. Jetzt können wir Bronzeverarbeitung entwickeln und dann sind wir schon im nächsten Zeitalter sozusagen. Eine weitere Möglichkeit, Prestige zu erlangen, besteht darin, große Bauwerke, die Triumphe zu errichten. Die Rede ist von den einzigartigen Strukturen, die im Laufe der Geschichte entstanden sind und das Schicksal ganzer Nationen geprägt haben. Jeder Triumph erfordert die Nutzung sämtlicher Zonen in einer Region und hat oft einzigartige Produktionskosten in Form von Waren und Ressourcen. Doch der Nutzen rechtfertigt, dass wir gewinnen an Prestige und besonderen Fähigkeiten. Schauen wir uns die Liste der Triumphe in der Projektliste einer Stadt an. Okay. Triumphliste, da. Ja, Stonehenge haben wir. Was brauchen wir denn? Seile. Ja, ich baue ja gerade Seile. Könnten noch einen Bogenschützen bauen. Momentan geht es uns ja ganz gut. Ich weiß nicht, ich glaube, der Siedler wird jetzt auch nicht groß geschröpft. Wachturm. Brauchen wir einfach, dafür ist zu wenig Bedrohung gerade. Das finde ich noch ganz interessant. Ob ich das vielleicht bei dem Bison bauen sollte? So eine Metzgerei. Jagdlager, das ist interessant. Ja. Das Jagdlager beschafft lokale Wildtiere in dem Gebiet, in dem es sich befindet und bietet somit mehr Ressourcen und Vermögen. Das ist sehr interessant. Die Gärgrube wollte ich auch bauen, aber ich wollte auch das Fischernetz mir angucken. Das dauert nur 4 Runden, das Fischernetz. So, muss ich denn jetzt hier für diesen Fisch... Das wäre da wahrscheinlich dann hier das Richtige, oder nicht? Okay. Dann gehen wir mal in unsere Werkstatt. Da. So, Seile. Wir brauchen insgesamt 10 Seile. Das heißt, 9 Seile stelle ich jetzt nochmal her. Und das noch weiter beschleunigen. Das ist mir zu... Oh, obwohl, wir könnten es noch um weitere 25% Nee, sogar 50%. Guck mal. Geben wir weniger Geld, aber es geht das sehr viel schneller. Die Seile zu produzieren, das ist natürlich nicht schlecht. Einheiten untätig. Oh. Ja. Hier ist jetzt nichts mehr. Dann könnten wir entweder hier mal in den Norden gehen. Oder auch hier diese Sachen mal langsam abernten, ne? Wir haben ja hier noch was und das haben wir da einfach liegen lassen. Na komm, wir gehen mal in den Norden. Eine weite Reise bis hier.
So, der soll sich mal ein bisschen heilen. Geht mal hier zurück und dann heilst du dich. Oh, das ist unsere Siedlereinheit. So, jetzt wird's interessant. Wo gehen wir denn hin? Wo ist denn jetzt mal ein sinnvoller Ort? Wie weit gehen wir weg? Wie viel Platz sollten wir lassen zwischen den einzelnen Regionen? Die scheint mir hier nicht ertragreich zu sein. Wo gehen wir hin? Hier ist 4 Nahrung. Das ist vielleicht so als Grundgebiet gar nicht schlecht. Könnten wir auch hier, wobei hier ist ein fieser Tiger. Greift der meine Siedler an? Das finde ich ehrlich gesagt eine schöne Region. Hier haben wir 4 Nahrung. Zwar nur ein Holz, aber 2 Eisen, 2 davon. Ich habe also irgendwie das von Civilization geprägt, das Denken, dass es gut ist, viel Nahrung zu haben, da wo man startet. Und natürlich auch Produktion, logischerweise. Hallo Schnickschnacker, was geht ab? Da mir jede Erfahrung fehlt, ich würde da jetzt hingehen. Das ist nicht so weit weg von Rötzlingen. Da ist kein wildes Tier. Ich weiß nicht, ob unsere Siedler von diesem Tier angegriffen werden. Ich gehe jetzt dahin. Und dann werden wir das in Erfahrung bringen. Kein Geleitschutz. Ich denke mal, das sollte auch so gehen. Ich habe bislang nur Freunde da. So, wir haben wieder irgendwas entdeckt. Wo denn? Da. Ah. Komme ich schon übers Wasser rüber? Ich hoffe doch. So, das ist in 3 Runden fertig. Gucken, was das bringt. Besiedeln! Was? Besiedeln? Was? Oh, warte, können wir schon wieder vergrößern? Nee, was? Was ist das jetzt hier? Was mache ich hier gerade? Besiedeln-Aktion wählen? Der Bau einer zweiten Stadt. Ja, ach so. Ja. Hier habe ich gedacht. Haben wir das doch gerade gemacht? Ja, nö, das gehen wir schnell wieder. So, der ist hier wieder untätig. Das heißt, wir gehen mal Richtung Tiger. Tiger können wir besiegen schon. Aber nee, wir müssen uns erstmal heilen. Gott, wir können dem Tiger nur in voller Manneskraft entgegentreten. Ja, heil dich mal weiter. Sind die Fischis auch gleich fertig? Geheilt. Oh, Annehmlichkeiten aktiviert, okay. So, wer ist untätig? Der ist untätig. Der geht jetzt wieder nach Norden, da wollte ich ihn haben. Da unten ist auch noch was Schönes. Wieso habe ich das denn? Ach hier, die beiden Sachen habe ich auch noch nicht eingesammelt. Aber mir geht es ja auch ums Erkunden und nicht nur ums Einsammeln. Deswegen können wir jetzt mal wieder nach oben gehen. Und die sind jetzt voll durchgeheilt und die kümmern sich jetzt mal um diesen Tiger. Der macht mich ganz wuschig. Der macht mich richtig nervös. So, jetzt haben wir unser erstes Segelboot. Das wäre doch schön, wenn das sich jetzt wirklich lohnen würde. Also, was geht jetzt hier? Fisch. Produktion pro Zug 0,9, Gesamt 3, nächster Zug 1. Pökelfleisch, Konserven, Dünger und gesalzener Fisch. Das können wir nicht machen, warum auch immer. Das ist noch gesperrt. Das ist der Talg, das kriegt man ja aber auch eher von Walen dann, oder? Experten können wir noch nicht einsetzen. Wenn eine Stadt wächst, erscheinen Experten. Experten können einer Verbesserung zugewiesen werden, um deren Wirksamkeit zu erhöhen. Ich habe noch keine Experten. Warte. Was jetzt? Was ändert sich denn jetzt? Nur plus 1 alle 2 Runden. Hä? Jetzt wähle ich zwischen Fisch oder Nahrung?
Ja, aber das Ding ist doch besser. Oder habe ich jetzt beide? Nee, 1,9, hä? Der Ertrag ist die Menge an Nahrung, Holz, Materialien und Vermögen, die eine Region erzeugt, sowie die anderen natürlichen Ressourcen, die in ihren Zonen geerntet werden. Darüber hinaus bestimmt der Ertrag einer Region die Wirksamkeit ihrer Ernteverbesserung. Aber okay, das habe ich jetzt nicht hundertprozentig gecheckt. Mit Ernteverbesserung, zum Beispiel Farmen, kannst du Ressourcen erwerben und im Inventar deiner Nation hinzufügen. Die Ernte kann für Kernressourcen, zum Beispiel Holz, und andere Ressourcen, zum Beispiel Pferde, angewandt werden. Das Ernten einzelner Ressourcen erfordert bestimmte Arten von Ernteverbesserung. Die kann man weiterverarbeiten vielleicht, die Fische. Wird zur Ausbildung verwendet von Siedler. Zum Fertigen verwendet. Ja, aber also. Jetzt habe ich halt diesen Fisch. Warum sollte ich den nicht nutzen? Die Zahl sagt zwar, das ist die bessere Variante. Das habe ich jetzt echt noch nicht hundertprozentig gecheckt. Also da haben wir vielleicht jetzt eine andere, noch ein anderes Weiterverarbeitungsprojekt oder so. Mal sehen. Okay, jetzt können wir erstmal wieder was Geiles bauen. So, ich wollte ja so viele Sachen machen. Dazu brauchen wir, oh, wir haben viel zu wenig Seile. Also ich glaube, ich werde als nächstes jetzt mich mal um diese Gärgrube kümmern. Muss ich die dann hier bauen? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Weil da habe ich ja die Weintrauben. Ich nehme mal an, dass das hier sein muss. Baue Hofverbesserung, um die Traube- oder Nahrungsabbaurate zu erhöhen. Ja, warte, ganz kurz. Oder ist das egal, wo die Gärgrube steht? Okay, vielleicht würde die Gärgrube... Vielleicht ist es egal, wo die Gärgrube steht. In dieser Region. Eine Fertigungsverbesserung für das frühe Spiel, in der Waren hergestellt werden können, um Wachstum und Zufriedenheit zu erhöhen. Fertigung, Wein, Schnaps, whatever. Hey. 25% handwerkliche Produktion auf Gärgruben und deren Upgrades in dieser Region. Kosten, Aufwertung. Ja, kann man die später noch natürlich in dem Zeitalter angepasste Betriebe umwandeln. Aber ich glaube fast, dass ich jetzt für das Ernten der Weintrauben brauche ich wahrscheinlich eher einen Hof, oder? Was meint ihr? Also mein Gefühl ist, Gärgrube verarbeitet die Trauben weiter. Es muss in einer Zone der Region gebaut werden, wo die Trauben sind. Ja, okay. Das heißt, ich habe ja nur noch entweder hier Weizen, was natürlich geil wäre. Weizen ist auch nicht unwichtig. Da bauen wir den Hof, kriegen wir Weizen. Guck mal, ist auch wichtig. Für zum Kornspeicherbäckerei. Kornspeicherbäckerei. Gehen wir um für alle Trauben bei der. Das muss in einer Zone liegen. Okay, pass auf. Aber was ich nicht hundertprozentig checke, ist, wenn ich jetzt die Gärgrube hier baue, wo die Weinreben sind. Verliere ich dann die Weinreben? Weil hier steht ja, baue Hofverbesserung, um die Traube, okay, um das zu erhöhen. Wir erhöhen die Anbaurate. Jetzt hier habe ich ja schon den Kornspeicher, hinterher bist du immer schlauer. Oh Mann,
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss die ja haben, die Bären. Jetzt kriege ich plus 1. Glaube ich einfach nur, dass... Ich glaube einfach dadurch, dass die da sind, kriege ich jetzt plus 1. Aber wer sagt mir denn, dass ich... Und hier würde ich, wenn ich da eine Dings baue, kann ich die Produktion erhöhen oder was? Ey, ich baue jetzt hier die Trauben und im Zweifel baue ich hier diese Gärgrube und dann ist der Weizen weg. Aber ich kann auch jetzt nicht guten Gewissens... Ich muss hier den Hof bauen. Ja, das muss jetzt leider passieren. Es muss einfach so sein. Wir werden sehen. So, das ist unser Siedler. Wir möchten bitte, dass Sie jetzt hier eine Stadt errichten. Wie kann ich das in Auftrag geben? Ansiedeln. Haha, nach einem Klick auf Siedeln zeigen Markierungen auf der Karte an, wie es dort gegründeten Stadt ergehen könnte. Bewege die Maus über eine Region, um weitere Details anzuzeigen. Besiedelst du eine Region, wird dein Siedler durch eine Versammlungshalle das Herz deiner neuen Stadt ersetzt. Ja, das hatte ich mir ja im Vorfeld schon überlegt. Und mich jetzt hierfür entschieden. Guck mal, da sind sogar schon Kühe. Und was ist das hier? Gerste. Ja, das ist doch fantastisch. Kühe und Gerste. Ich glaube einfach, dass das ein guter Ort ist. Den nehmen wir jetzt. Bitte nehmen Sie diesen Platz. Und siedeln Sie sich hier an. Achso, jetzt muss ich erstmal entscheiden, wo der steht. Ja, wahrscheinlich hier auf dem Kackfeld. Warum auch nicht? Die anderen sind hier zu wertvoll. Hier schön am Felsen. Das ist auch ein schöner Ort. Direkt am Felsen. Guck mal, das siehst du, hat sogar... Hier habe ich mir schon richtig ausgesucht. Süßwasser scheint im Gegensatz zu Civilization hier nicht wirklich relevant zu sein. Bei Civilization ist es super wichtig. Nun, da du deine Position bestimmt hast, geht dein Siedler zur angegebenen Position und baut die Versammlungshalle. Wenn der Bereich noch unbebaut ist, es ist möglich, dass eine andere Nation dort ebenfalls bauen möchte. Deine zweite Stadt wird offiziell gegründet, sobald das Versammlungshalle... Ja, okay. Ja, das haben wir ja alles richtig gemacht. So, diese Stadt ist fertig. Selbstverständlich wird ihr Name nicht Bremen sein, sondern... Das ist ja die, das ist natürlich die fantastische Stadt Adendorf an der Spree. Erhöhung der maximale Stadtobergrenze. Der Stadtobergrenze Wert legt fest, wie viele Städte du haben kannst. Regierung und Verbesserung der Stadt beeinflussen diese Grenze. Möchtest du in weitere Städte expandieren? Ändere deine Regierungsform oder baue eine Verbesserung wie ein Palast, um die Stadtobergrenze zu erhöhen. Wo sehe ich das denn? Hier unten, ne? Das hier scheint mir das zu sein. Hier unten, da. Steht jetzt 2 von 3. Okay, diese Stadt ist massiv untätig. Das werden wir natürlich ändern. Und, oh, hier, Getreide und Kuh. Wir bauen... Oh, ich werde angerufen. Kann ich jetzt leider nicht rangehen? Entschuldigen Sie bitte. So, was hatte ich jetzt gesagt? Wollte ich da bauen? Und baue Hofverbesserung, um die Getreideabbaurate zu erhöhen. Ja, das ist, glaube ich, schon sinnvoll, ne? Und hier können wir auch einen Hof bauen. Ja. Dann erstmal gehen wir an das Getreide ran. Finde ich. So. Nahrungsmittel sind immer wichtig. Jetzt können wir sogar noch einen weiteren Siedler errichten. Huch. Ja, ist doch gut. Eine Veranstaltung. Die Bürger der jüngsten Stadt unseres Landes wenden sich an uns, um Rat zu suchen. Sie hoffen, in das Fundament der Stadt ein Leitprinzip zu zementieren, das ihr Schicksal vorzeichnet. Maurer stehen bereit und warten auf unsere Anweisungen. Welches Wort soll in den Eckstein der Versammlungshalle gemeißelt werden? Sieg, Ehre, Tradition. Was ist der Unterschied?
Wir kriegen für 100 Züge. Was? Was war? Entschuldigen Sie bitte, dieses Zeichen. Was sind das alles für unterschiedliche Zeichen? Ist das Essen? Warum wird mir das nicht nochmal erklärt? Ich würde gerne nochmal eine Information haben zu diesem Symbol. Ich glaube, dieses da oben gefällt mir gut. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich nehme jetzt das hier. Außerdem geht es ja darum zu siegen. Seil gefertigt. Dankeschön. Getreidelager. Das haben wir auch gemacht. Ja, danke. Und das haben wir auch gemacht. Die nächste Stadt. So, also so sieht das aus. Wir machen an dieser Stelle mal eine kleine YouTube-Pause. Das ist die erste Folge ARA. Und Zeit für ein kleines Fazit. Es ist natürlich schwierig, so ein komplexes Spiel nach nicht mal 2 Stunden abschließend zu bewerten. Deswegen ist es natürlich ein schüchterner Ersteindruck. Mir gefällt das tatsächlich sehr gut. Es unterscheidet sich genug von Civilization, um sich nicht anzufühlen wie so ein unnötiger Klon. Und macht Laune. Klar muss man erstmal genau checken, welche Gebäude wann richtig und wichtig sind. Wir haben noch gar nicht andere Nationen kennengelernt, also hatten jetzt noch keine Grenzkonflikte, noch keine militärischen Auseinandersetzungen und so. Das sind natürlich ganz, ganz viele Aspekte des Spiels, die wir noch gar nicht ergründet haben. Aber ich mag die Aufteilung in diese Region. Ich mag, dass die alle unterschiedlich aussehen und nicht nur so Hexagonfelder oder quadratische Felder. Und dass man quasi jede Region dann so unterschiedlich bestücken kann. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da nochmal weiter in die Tiefe blicken und gucken, was das Spiel so zu bieten hat. Für den Moment vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, von euch auch eine kleine Einschätzung zu erhalten. Bis zum nächsten Mal. So,